Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play GTA 5. In der letzten Folge haben wir schon mal die Informationen bekommen, um den Überfall vorzubereiten. Das machen wir jetzt auch mal direkt. Ich muss immer so ein bisschen gucken, ob das Mikrofon noch ausschlägt. Gestern hatte ich nämlich echt, also ich habe angefangen aufzunehmen, schon irgendwie so, keine Ahnung, 2 Minuten was erzählt. Und dann habe ich gesehen, dass das Mikro gar nicht ausschlägt und dann habe ich gesehen, dass es nicht richtig verbunden ist und so weiter. Es war alles wieder furchtbar. Das muss ich jetzt immer alles kontrollieren, weil mich genau solche Sachen immer so richtig heftig paranoid machen. Immer diese Technikprobleme. Und meine Festplatte für fertige Videos ist auch schon ziemlich voll. Ich glaube, da muss ich heute auch einiges löschen, aber so viel wie ich in letzter Zeit hier an Videos produziere, ja. Da ist das nicht weiter, da ist es nicht so verwunderlich. Naja. Gut, hier gibt es ja irgendwo diese Nageldinger. Auch richtig smart hier zu parken. Okay, das ist das Ding da hinten. Wir parken doch mal ein bisschen weiter vorne. Ich habe keine Lust, so weit zu laufen. Was tut der da? Jetzt tut der da nichts mehr. Genau. Da hast du recht, Michael. Er hat auch einfach die ganze Zeit nur die Pistole in der Hand. Ja, dann kannst du schon ruhig die dran lassen, aber wir brauchen eigentlich keine. Ach komm, als ob die das direkt mitbekommen, wenn man hier auf jemanden schießt. Ja, das war so geplant. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Dieses Ding ist jetzt nicht unbedingt das schnellste. Können wir hier... Lol. WTF, was war das? Können wir irgendwie... Es funktioniert halt nicht. Somit macht man das Licht an. Nein. Ach, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oh, shit. Ich versteck mich mal ein bisschen hier. Okay. Der mag mich also auch nicht. Du Bitch. Dafür wirst du sterben. Blödes Miststück. Oh. Ihr seht mich nicht. So. Der hat mich auch nicht gesehen. Perfekt. Fände ich ganz gut, wenn das dabei bleibt. Jetzt sind wir hier in Franklins alter Straße angekommen. Sogar direkt in der Nähe. Oh Mann, dann müssen wir in der nächsten Folge die Autos suchen, beziehungsweise hier nach eigentlich schon, oder? Mehr brauchen wir für den Überfall, glaube ich nicht, oder doch? Ich weiß es nicht. Verlasse den Polizeitransporter, alles klar.
Gut. Dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Autos. Alles klar, dann hol dir einen Drink. Lester, I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take the score. Okay. GTA geht halt jetzt schon zu Ende. Das ist irgendwie voll traurig. Ich muss einmal kurz in die E-Mail gucken. Downtown bei dem Parkhaus. Sieht man halt so richtig schlecht. Innenstadt. Ist ja quasi hier. Ich glaube, das war sogar, das ist der Highway. Nein. Ist es sogar das hier? Nein, das ist es noch nicht, oder? Oder doch? Doch, das ist es. Also es sieht so aus. Dann fahren wir da einfach mal hin mit dieser Müllkarre. Was ist das? Das sieht voll strange aus. Oh Gott, die Musik ist echt furchtbar. Sowas gibt sich doch kein Mensch freiwillig. Ups. Ist eh nicht meins, von daher ist mir das eigentlich egal. So. Okay, das ist also schon mal das Parkhaus. Theoretisch sollte sich das Ding ja da drin befinden. Die Karre ist schick. Aber so wie ich Rockstar kenne, ist das, was wir suchen, ganz oben. Die machen das immer so ein bisschen fies. Stand da denn irgendwas dabei? Ich schaue noch einmal kurz nach. Mehrstöckiges Parkhaus in der Innenstadt. Ja, toll, danke. Ja, das ist. Das Auto ist eh ganz oben. Ich frag mich, wieso ich überhaupt suche. Hier ist es auch nicht. Wir fahren erstmal nach ganz oben und notfalls können wir Etage 4 immer noch abchecken. Aha. Mensch, wer hätte das denn gedacht, dass es hier ist, auf dem Behindertenparkplatz? Ist ja noch nicht genug frei. Ach, wie schön das hier wieder ist. Ach ja. So. Dann springen wir hier mal raus. Oh nein, ich hoffe, das Auto geht nicht kaputt. Das wäre nicht so nice. Haben wir dann genug Slow-Mo? Hallo, Spiel. Es sieht gerade so aus, als würde ich gleich auf dem Dach landen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt.
Irgendwie will ich jetzt gar nicht wissen, wie es ausgeht. Okay, ich lande wirklich auf dem Dach. Ich drücke schon mal alle Bremsen, die es nur so gibt. Ist das ein Bug? Also jetzt ernsthaft? Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Och nö. Konnte ich das beenden? Ich weiß es nicht. Aber das war sehr anstrengend. Ich würde schon fast sagen, nervig. Ich weiß es nicht, aber das war echt komisch. Naja. Wo fahre ich denn lang, bitte? Hat der eben nicht gesagt, ich soll hier lang? Ich weiß es nicht. Ich meinte, ich hätte gesehen, ich soll hier lang. Gut. Dann mal hier lang. So. Boah, diese Musik, die ist mega cringy irgendwie. Die will das Ganze irgendwie so spannend machen, aber ich finde das eher ein bisschen nervig, muss ich sagen. Warum tut man mir das an? Kann die Musik bitte weggehen? Geht das vielleicht, wenn ich Radio anmache? Kaboom. So. There you go, all fixed. Vorbereitung auf den Raubüberfall, 11.000 Dollar. Okay. Haben wir uns nochmal so ein bisschen was gegönnt. Das Ding hat jetzt einen Turbolader. Geil. Man hört das schon. Alter, bei der Karre hört man das ja echt immens. Wie das am Zischen ist. Schon krass, ey. Oder ist das, oder haben die irgendwas anders gemacht? Ich weiß es nicht. Aber das ist schon krass. Hier soll ich die irgendwo abstellen? Da drin wohl eher, oder? Hoppala. So. Jetzt brauche ich ein neues Auto. WTF, was ist das für eine Karre? Was ist das für eine Karre? Ich muss mal eben herausfinden, wie die heißt. Lol. Hey Lester. First gauntlet's ready to go. Alright, that's good work. Okay, jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo der zweite ist. So, Innenstadt. Rockford Hills. Okay, da weiß ich so ungefähr, wo das ist. Nein, ich schaue einmal hier. Das ist ja quasi einfach nur hier die Straße bei Michael runter. Wo der genau ist, suchen wir dann einfach, wenn wir da sind. Mit dieser neuen coolen Karre hier. Die ist sogar gar nicht mal so langsam, wenn man die aufmotzen würde. Das wäre, glaube ich, echt funny. Auch mit so einem fetten Turbolader und dann Eskalation hier. So. Wo fahre ich hier wieder lang? Also jetzt ernsthaft.
durch die schlimmsten Käfer und Gegenden. Ups. Ich wollte gerade sagen, da steht eine Nutte am Straßenrand. Da ist noch eine. Hoppala. Das war lustig. Aber Michael geht ja nicht mehr fremd, hat er gesagt. Und wir sorgen da auch mal für. Wenn doch, muss er sich von irgendeinem Gebäude stürzen. So. Kaboom. Ich habe es mir jetzt, glaube ich, so ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht, hier alles kaputt zu machen. Naja. Also da oben scheint er ja irgendwo zu sein. Da ist er auch schon. Ich sehe ihn halt einfach direkt. Wieso rennt die denn instant weg? Verstehe ich gar nicht. So. Jetzt hört er sich schon komisch an, aber der schaltet halt nicht so krass. Wäre der andere Los Santos Customs nicht viel näher gewesen? Ja, wäre er. Toll. Oh Mann. Ups, ich wollte gerade eine Mischung aus Ups und Hoppala erfinden, aber das hat wohl nicht ganz funktioniert. Naja, dann nicht. So. Eieiei. Da ist schon wieder eine Nutte. Hätte ich der mal Angst gemacht, das wäre lustig. Wie die immer alle ausrasten. Holy shit, oh mein Gott. Naja. So. Ups, wie konnte das denn passieren? Oh, shit. Sorry. Naja. Geht so. Tut mir jetzt nur so mäßig leid. That'll do it. Einfach weil es cool aussieht. Als ob ich jetzt deshalb Sterne bekommen habe. Jetzt ernsthaft. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, ich habe mich hier schon mal versteckt. Das Ganze kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Okay, wo muss ich jetzt lang? Lol. Wie dann einfach so alle Lichter angehen. Das ist schon krass. Erstmal alle Leute hier blenden. Boah, mit dem Turbolader ist das echt nochmal eine ganz andere Nummer. So. Schon sind wir da. Hallo? Er wurde wieder perfekt eingeparkt. Ich muss immer alles kaputt machen. So. Jetzt fehlen, glaube ich, noch zwei. Steht hier irgendwo ein Auto rum? Nö. Halt, stopp. Mann, ich wollte den Smart klauen. Und das Ding, da kann ich genauso gut laufen. Second gauntlet's a go, Lest. Good. We only need one more. Okay. Ey, du. Dein Auto ist jetzt meins.
Gut, aber ich würde sagen, wir setzen den Cut. Die letzten zwei Autos suchen wir dann in der nächsten Folge. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und ja, bis dahin.